Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute meine Drogerie-Favoriten vorstellen. Drogerie-Favoriten Herbst 2018. Beginne ich mit dieser aus der Age Perfect Linie von L'Oreal. Eine getönte Tagescreme gibt es in zwei verschiedenen Farbnuancen. Das ist die Farbnuance 02. Und die habe ich auch drauf. Also seitdem ich die habe, bin ich meinem Balm Minerals etwas untreu geworden. Ist nicht so gut, aber ich bin ehrlich gesagt begeistert von der. Die ist erstmal, wenn man sie aufträgt, also herausnimmt und aufträgt, denkt man, oha, weil die so ein bisschen, naja, schaut mal, die ist so ein bisschen, ja, so rosébraun schimmernd. Aber es ist von Vorteil, wenn man sich jetzt eingecremt hat mit einer pflegenden Tagescreme und die Haut noch so ein bisschen, naja, also die Creme noch nicht ganz weggezogen ist, wenn man dann sofort mit den Fingern am besten das Produkt aufträgt. Wer Rötung hat, kann sich diese ein bisschen abdecken mit dem Concealer, dann hat man dieses schöne No-Make-Up-Make-Up-Gefühl und ist nicht so zuge... Naja, mit einer Foundation ist man doch ein bisschen mehr geschminkt, ne? Und diese getönte Tagescreme ist eben leicht und fluffig und sahnig und gibt der Haut so einen schönen, frischen Glow, ohne geschminkt auszusehen. Ein Rouge. Ich habe das auch drauf. Ich habe das alles drauf, was ich jetzt auch vorstelle. Das ist von Maybelline ein Rouge. So ein Matt Blush Rouge. Ein Creme Rouge gibt es seit ein paar Monaten, auch in verschiedenen Farbrichtungen. Flirty Pink. Passt auch super zum Lippenstift. So, könnt ihr das sehen? Ich denke schon. Sehr schön cremig, sehr leicht, lässt sich wunderbar auch auf dieser getönten Tagescreme mit den Fingern. Sehr schön kann man sich da so Apfelbäckchen so ein bisschen malen, dass man diese leichte Frische, diese gesund aussehende Frische im Gesicht hat, die uns ja auch jünger aussehen lässt. Was haben wir denn noch? Ein Concealer. Ich bin ja, wie gesagt, kein Concealer, oder ihr wisst das. Also Ladies, die mich schon gucken eine Weile, haben in meinen Tutorials eigentlich nie einen Concealer gesehen. Aber seit es Age Perfect von L'Oreal gibt, bin ich von diesem Concealer. Das ist der hellste 01. Hin und weg. Das ist ein Concealer, der sich nicht in den Fältchen absetzt. Der ist so schwebend. Man gibt den also hier im Augenwinkel auf und tupft den sich ganz leicht, ganz sanft unterhalb der Augenpartie auf. Da gibt es auch verschiedene Farbrichtungen, aber ihr müsst immer daran denken, bitte nehmt keinen zu dunklen Concealer. Die Augenpartie sollte immer aufgehellt sein. Das macht uns jünger, macht uns strahlender, macht diesen wachen, frischen Blick. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch eine Mascara, die ist, glaube ich, auch von Maybelline. Das ist diese... Sensational Lashes. Ich muss sie ja aufbrauchen. Ich kann ja nicht immer nur zweimal benutzen und wegtun. Die ist jetzt zurzeit mein Favorit, dass ich sie alle bekomme, weil ich schon eine neue in der Pipeline habe. Die hat so ein geschwungenes Bürstchen und auch nicht so dick. Und das wird auch vorne etwas schmaler. Kann man sich eigentlich schön unten und oben die Wimpern schminken. Und man hat auch nicht, es kommt auch nicht zu viel Farbe raus. Manchmal ist das ja so, dass an der Spirale so viel Farbe ist und dann klumpt das so. Beim Abmachen ist es ein bisschen schwieriger, aber gut, da ich ja das Kokosöl nehme, geht es ganz gut. Mit normalem Make-up entfernen hatte ich immer so ein schmieriges Gefühl, aber man findet ja so seine Möglichkeiten, wie man am allerbesten seine Produkte abends wieder schonend abbekommt. Dann habe ich auch auf dem Auge diesen silbernen von Santé, aber ich glaube jetzt, der ist nicht aus der Drogerie, ich glaube, der ist aus dem Biomarkt, aber es ist nicht High-End. Diesen Eyeshadow Stick in Silber. So, ihr seht ihn, den habe ich auf dem Auge drauf. Und der ist wunderbar dafür geeignet, um das Augenlid aufzuhellen oder ganz damit zu schminken. Ist jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit, finde ich für mich sehr schön, wenn ich schminke mir dann lieber die Augen etwas heller. Das ist draußen schon grau genug, also muss ich mir nicht nur so dunkle Augen malen. Wie gesagt, es ist alles ein persönliches Empfinden. Es sind ja meine Favoriten, meine Drogerie-Favoriten. Um das so ein bisschen aufzählen, unten in der Wasserlinie habe ich von Max Factor, der ist genial, Natural Glaze.
Der ist jetzt nicht ganz weiß. Das ist so ein, eigentlich ist der Ton so wie hier hinten drauf, das ist so ein Naturton. Den gebe ich in die Wasserlinie, ist auch kein Brennen und kein Schmieren und setze sich auch nicht so ab. Bin ich sehr begeistert von, habe ich von einer englischen YouTuberin den Tipp, die hat den vorgestellt, fand ich klasse, habe ich mir nachgekauft, ist aber auch schon eine Weile her, ist ja mein Favorit. Und eine Lip Liner in Clear, also wenn man jetzt viele farbige Lippenstifte hat, müsste man ja immer den passenden Lip Liner dazu haben. Und meistens unterscheiden sich die Farben so ein bisschen. Und mit so einem Clear, also mit so einem farblosen, ist man immer auf der richtigen Seite. Der ist jetzt hier von L'Oreal. Bleiben wir bei L'Oreal. Auch aus der Age Perfect Linie. Diese weißen Verpackungen, den habe ich auch drauf. Das ist dieses Modell Iris Berben. Nummer 105. Das Schöne an diesen Lippenstiften ist der Pflegekern. Den seht ihr ja, der Pflegekern darin. Das ist ein Jojoba-Pflegekern. Pflegt die Lippen schon beim Auftragen. Ihr müsst nicht unbedingt jetzt so eine Base aufgeben. Und die Farben verlaufen auch nicht so am Lippenrand. Das ist ja, wenn man nicht mehr 20 ist, ist ja der, also das franzt jetzt nicht aus, aber es gibt Lippenstifte, die setzen sich ganz gerne ab, trotz Lip Liner. Das ist eine sehr schöne Farbe, die macht so frisch, hätte ich nie gedacht, dass für mich so ein Pink in Frage kommt, aber ihr hattet den auch, glaube ich, schon mal gesehen an mir, als ich Age Perfect vorgestellt habe und habt gedacht, wow, der ist super und jetzt benutze ich ihn auch und ich fühle mich ziemlich cool damit, so frisch eben. Und da ich mir jetzt nicht die passenden Rouges gekauft habe von L'Oreal, man hat ja so seine Rouge-Favoriten auch da, dachte ich mir, der passt prima dazu. So ein bisschen so flirty pink. Dann habe ich noch hier von Sally Hansen diesen unspektakulären Namaskray, diesen grauen Nagellack. Bin ich sehr zufrieden mit, den hatte ich auch schon mal vorgestellt. Ich wollte eigentlich meine Nägel damit anmalen, aber ich habe es vergessen. Jetzt, also jetzt sitze ich hier und denke, oh Gott, hast du ja die Nägel vergessen? Es ist nur ein Klarlack drauf. Ist auch eine Farbe, die überall passt, die immer passt, gerade wenn man jetzt sich die Nägel auch öfter lackiert. Also dieser graue Nagellack passt zu jedem Outfit, zu jeder Frau. Ist ein schönes Hellgrau. Man sieht das auch nicht, wenn man da so ein bisschen ungenauer ist. Das ist immer so eine Sache, manchmal ratscht man hier irgendwo an. Also der ist sehr pflegeleicht aufzutragen, auch in der Handhabung. Und dann habe ich noch drei Produkte. Das ist jetzt auch schon leer. Das ist von Balea Schönheitsgeheimnisse Duschgel Totes Meersalz. Das hat einen ganz tollen, frischen Duft. So diesen Duft, wie man ihn mag, so frisch aus, so frische Wäsche, frische Dusche. Das ist so ein ganz frischer, toller Duft. Können jetzt auch Männer oder Kinder nehmen. Kostet, glaube ich, 1 Euro. Gibt es bei DM. Für jeden Hauttyp und pH-neutral. Ganz klasse. Und nun kommen wir nochmal zu L'Oreal zurück. Diese beiden Produkte hatte ich auch schon in einem extra Video vorgestellt für wintergeschädigtes Haar mit Amlaöl. Für trockenes Haar, trockene Kopfhaut und dieses Amlaöl, das ist schon bei der Haarwäsche pflegend. Das merkt man richtig auf der Kopfhaut. Eigentlich braucht man auch nicht immer die Spülung benutzen und wenn, dann nur ganz wenig. Ein Tipp, diese Drogeriehaarwäsche habe ich festgestellt, da braucht man echt ganz wenig. Nur. Also ganz wenig, ganz sparsam. Auch bei der Haarwäsche auftragen. Am besten unten beginnen, nicht jetzt gleich so einen ganzen Schwall oben auf die Kopfhaut geben. Sonst ist das so fettig. Sehr, sehr gut ausspülen und diese pflegende Spülung dann nur in die Spitzen geben. Ja, und dann habt ihr schöne gepflegte Haare. Dann gibt es auch noch Kuren dazu. Das sind jetzt meine Favoriten. Herbst 2018. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr meinen Kanal Best Ager gefunden habt. Über ein kostenloses Abo würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne meine Videos in den sozialen Netzwerken teilen. Ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und bis bald. Tschüss!